Ich habe den ersten Teil mal gespielt, aber ja, jetzt in dieser Zeit, ich weiß ja nicht, es gab ja schon mal einen Teil, so nach meines Erachtens. Ja, scheiße ist. Und Besuch haben wir auch noch. Ja, komm mal, hü-hü. Also ich muss ja sagen, die Waffe ist ja geil, aber... Die halten auch wirklich nicht viel aus. Also entweder kommt es mir gerade nur so vor, aber es macht Laune. Die Blutspritze auch wieder ziemlich sehr dezent gelegt natürlich. Oh lol. Ja, ich bin mal wieder fasziniert von der von meinem Glück, dass ich da überhaupt reinlaufe. Ach so, was ich auch noch unbedingt ansprechen wollte, ist, dass meine Let's Plays jetzt so oder so an einen auf jeden Fall besseren, ein besseres Niveau haben werden, was jetzt qualitätmäßig spricht. Ich habe das schon ab Part 8 von 4.3 gezeigt, dass ich da einen anderen Codec genommen habe vom Videomaterial her. Was heißt, dass ich jetzt bessere Aufnahmen machen kann, beziehungsweise dass ich das auf jeden Fall alles besser aussieht. Die Dateien werden zwar größer, aber nicht weltbewegend groß, dass man jetzt sagen kann, okay, das macht sich jetzt negativ bemerkbar. Aber ich bin gespannt, wie lange meine Terabyte-Platte halten wird. Ich denke, nicht für die Ewigkeit. Ja, sag mal, kommst du da hoch? Chris Whitless konnte bisher noch jede Gin-Flasche in einer Stunde leeren. Würde für ein paar Pence und einen ordentlichen Schluck blaues Wunder fast alles tun. Fast alles. Ja, und wie gesagt, also ich hoffe doch, weil ich habe jetzt ziemlich lange keine Parts mehr gehabt von Alice in Madness Returns, da ich einfach nicht aufnehmen konnte, weil ich die Zeit dazu nicht hatte, weil momentan einfach ganz andere Sachen im Real Life einfach mal viel wichtiger sind und ich bin ja so oder so jetzt mit 4 in den Let's Plays mit den ganzen Videos am Hochladen und am Machen und am Tun und meine Portal-Reihe werde ich jetzt auch wieder kontinuierlich weiter fortsetzen. Schade, den kriegen wir nicht frei, aber ich glaube, ist auch ganz gut so. Und also nicht wundern, dass jetzt des Öfteren wieder alte Let's Plays hochgeladen werden. Ich weiß, viele ärgern sich darüber und ich werde es auch ganz offen ansprechen. Ich habe schon ein paar Abonnenten verloren. Aber wie schon gesagt, Leute, die es einfach nicht mögen, sollten sich das ja auch gar nicht angucken. Aber die Leute, die sich das wenigstens, die das einigermaßen gefällt, können sich das gerne angucken. Ich versuche mir die bestmöglichste Mühe zu geben. Sei es die Qualität oder sei es allgemein, dass ich ein bisschen mehr rede. Ja, ich denke, ich habe alles angesprochen, was ich jetzt ansprechen wollte. 4 wird weiterlaufen. Ich bin teilweise, kann ich ja auch mal erwähnen, wenn wir jetzt schon dabei sind, enttäuscht von 4. Also am Anfang... Was ist das hier? Aha! Oh geil! Eine Flasche! Hier. Nee. Okay. Und jedenfalls, was ich sagen wollte, haben wir denn hier eine Richtungsweise? Ah ja, hier ist wieder ein Pferdchen. Ja, jetzt habe ich wieder vergessen, was ich sagen wollte. Das ist kacke. Ja, mir fällt nicht mehr viel ein, außer, ja, wie schon, dass ich ein bisschen mehr quatschen sollte. Viele haben mich mal angeschrieben, so nach dem Motto, ja, du quatschst zu wenig mal ab und an und du, ich sollte doch mal mehr reden. Ich versuche es jetzt auf jeden Fall zu machen. Ich bemühe mich, sagen wir es mal so. Ja, 4 ist auf jeden Fall eine kleine Enttäuschung. Am Anfang war ich verwundert, warum so viele Leute sich aufgeregt haben. Oh, warum sich so viel Leute aufgeregt haben, dass 4 so schlecht sein soll. Jetzt kann ich es teilweise nachvollziehen, weil das Spiel echt wirklich nur noch ein, ja, so wie es auch schon oft angesprochen wurde, ein Call of Duty Abklatsch ist. Dahin laufen, da ein paar Gegner abknallen, da weiterlaufen. Die Schocker sind nicht wirklich, oh Schock, nicht wirklich sehr nennenswert. Und
Und ja, es ist traurig, aber man kann nichts ändern daran. Aber trotzdem werde ich das Spiel auf jeden Fall weiterspielen. Das macht ja so an sich Laune. So, und ich möchte jetzt auch nicht eigentlich über jedes Spiel herziehen, aber ich meine, wir sind doch ein Pilz gerade hochgesprungen. Und jetzt sind wir hier. Ich sehe hier keine Abgrund, ich sehe hier gar nichts. Wir sind hier einfach in einem neuen Raum. Nun gut, zählen wir das mal zu mangelnder Spielqualität zu. Oh, und es geht schon wieder los. Wo lang? Was ist denn das? Aha, das tut weh. Scheiße. Oh. Wow, 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 wow. Baby. Ganz cool. Das ist ja lustig, ey. Was auch immer da für eine Gülle rumliegt, ist nicht so schön. Aber wir brauchen die Zähne. Denn mit diesen Zähnen, wie ihr es ja wisst, können wir uns diese Upgrades holen. Und dadurch können wir ja diese Waffen, die wir jetzt besitzen, zum Beispiel das Pferd, ich weiß nicht, ob da die Geschwindigkeit zu zählt, weil dann wäre vielleicht eine Idee, da drauf auch noch ein, zwei Punkte draufzusetzen. Ansonsten bin ich eigentlich so eher mehr der Messer-Fan. So, und ich glaube, wir sind angekommen. Ja. Hui, tiefer Abgrund. Ja, gut. Hier denke ich mal, ist auch nichts mehr. Nö. Aha. Tja, komm. Es ist recht unklug, da unten zu stehen. Das haben sie auch ein bisschen lame gemacht, ne? Mit den Gegnern. Nein, besser, oder? Damn, damn. Ja, mal schauen, ob wir da. Alles noch mal mit der Verteidigung. War das nicht C? Ich verstehe es gerade gar nicht. Welche Taste war denn das? Leben ist auch nicht mehr so hoch. Au. Okay, es war I. Möchtest du fortfahren? Ich denke ja. Wie uns ein Vieh erstmal ausnockt. Ja, ich bin zu lange aus der Mechanik draus. Ich habe das Spiel jetzt ungelogen wahrscheinlich jetzt einen Monat nicht mehr gespielt. Könnte hinkommen. Ungefähr einen Monat. Und ja, man sieht. Es hat gereicht, um wirklich schlecht zu spielen. Ja. Trust mich nicht. Jetzt schaffst du nicht mehr. Jetzt ist deine Verteidigung eh für einen Eimer. Ja, ich weiß, ich kassiere gerade ziemlich Schläge, was eigentlich ziemlich sinnfrei ist, aber nun gut, es ist erledigt. Wir kommen weiter. Ja,
So viel dazu. Der Gegner ist erledigt. Wir kommen wieder weiter. Aber war jetzt nicht noch irgendwas in den Raum? Kann ja sein. Ich bin ja meistens... Manchmal sieht man ja immer wieder was. Aber diese eisige Kristallwelt hier gefällt mir schon mal eigentlich so an sich ganz gut. Bin ja eh so mehr der Eiskälte-Freak. Und... Ja. Was ist das? Eine Schnecke. Na, Schnecke, was geht? Ein goldener Zahn auch noch. Aber ich bin ja gerade zu neugierig. Ich möchte erstmal wissen, was das ist hier. Nein, nicht leiden. Nein, da war doch noch ein bisschen da. Ach, Korn, es gibt's doch nicht. Ja, schön. Ich dachte, da kann man jetzt mal kurz... Da kommt ein Gegner raus oder sowas, aber... Naja, ja gut. So viel dazu. Ach, hallo Miezi-Katze. Ah, da bist du ja, Alice. Was haben die Herzkönigin und ein Taifun gemein? Was haben die Herzkönigin und ein Taifun gemein? Ich kenne einen Taifun. Hey Taifun, sei mal gegrüßt, ja? Du weißt, wen ich meine, wenn du das siehst, ja, hi. Ja, was haben sie? Ja, also ich kann nur sagen, er ist auf jeden Fall gewalttätig, den ich kenne. Er ist grausam, er ist zerstörerisch und total wahllos und ja, das ist alles nur mein, ist der Tornado nicht so. Tornado ist nicht gewaltig? Tornado ist nicht grausam? Ja, was haben sie gemeinsam? Eine Herzkönigin und ein Taifun. Ein Taifun ist auf jeden Fall gewaltig. Die Herzkönigin, aber ich denke mal, beide sind wahllos und zerstörerisch. Das könnte natürlich... Also ich tendiere entweder zu den allerobersten oder zu den untersten. Aber wir probieren mal das oberste. Spielst du jetzt die Unterbelichtete? Am Tage stopft man ihnen das Maul. Nachts stehen sie vom Bett und gähnen faul. Am Tage stopft man ihnen das Maul. Nacht stehen sie vorm Bett und gähnen faul. Schuhe können es nicht sein, Schuhe können ich gehen. Aber in dem Spiel wird mich nichts wundern. Haustiere. Ich weiß nicht, ob sie vorm Bett stehen und gehen. Ich meine, passt schon. Haustiere stopfen wirklich den ganzen Tag mit Maul, damit sie was zum Essen haben. Aber dann stehen sie meistens abends noch vorm Bett und gehen faul. Aber, naja, ich denke, es sind eher die Kinder. Falsch, falsch und falsch. Kaltes mache ich warm, heißes mache ich kalt. Reich hat mich und arm, wer lang mich hat, wird alt. Wer bin ich? Kaltes mache ich warm, heißes mache ich kalt. Reich hat mich. Reich hat mich und arm, wer lang mich hat, wird alt. Tod? Falsch, falsch und falsch. Was hat morgens vier Beine, zur Mittagszeit zwei Beine und am Abend drei Beine? Wer hat morgens vier Beine, zur Mittagszeit zwei und am Abend drei? Der Notenpult? Ein Rollbett mit zwei Beinen? Ich bitte euch, ein Mensch mit vier Beinen? What the fuck? Ein... Nivelliergerät. Was ist bitte ein Nivelliergerät? Ich werde mich diesbezüglich auf jeden Fall mal informieren, was ein Nivelliergerät ist.